Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute ist ein Video, was mal wieder mit V, nämlich Vorsicht, anfängt. Und zwar Vorsicht, die Liquidität im Optionsmarkt trocknet aus. Was es damit auf sich hat, darum geht es jetzt im Video. In den letzten Tagen habe ich einen Artikel durch Zufall gefunden, und zwar der auf Twitter habe ich das gesehen, und zwar aus dem Wall Street Journal. In dem stand, dass die Liquidität im Optionsmarkt so langsam austrocknet. Und das hat mich natürlich interessiert. Und wenn ihr den Artikel auch mal nachlesen wollt, ich baue euch den Link hier unter das Video ein. Und was stand in diesem Artikel? Und zwar war das eine ganz interessante Sache, die ich auch selber schon so ein bisschen beobachten kann. Und ihr habt es vielleicht auch schon verfolgen können. Und zwar hat man oder wurde beschrieben, dass obwohl das Volumen allgemein in der letzten Zeit im Optionsmarkt zunimmt, das heißt, wir haben immer mehr Optionshandel, ist es doch so, dass sich dieser Optionshandel im Aktienbereich nur noch auf wenige Produkte konzentriert. Wir haben auf der einen Seite Indexoptionen, die werden sehr, sehr stark gehandelt. Wir haben ETF-Optionen, die wahnsinnig stark gehandelt werden. Und es gibt so zwei, drei große Aktien, die eben sehr stark gehandelt werden. Also jetzt sowas wie Facebook, wie eine Apple beispielsweise. Aber in der Masse der Aktien gibt es immer weniger Umsatz. Das heißt, nicht in den Aktien selbst, sondern in den Optionen. Und man kann es auch hier sehr schön an dieser Grafik sehen, die hier mal gezeigt wird. Und da sieht man, wenn man genau hinschaut, dass also wirklich Indexoptionen, ETF-Optionen, also da zählt dann sowas wie der Spider zum Beispiel dazu, aber eben auch bei den Indexoptionen der SPX eventuell, dass die eben immer mehr gehandelt werden, das Volumen hinzu, aber der Umsatz, das Volumen bei den Aktienoptionen, das wird geringer. Und im Artikel ist auch mal die Rede davon, dass zum Beispiel an durchschnittlichen Tagen für mehr als 1400 Aktien kein einziger Optionshandel stattfindet. Ne? Also da findet einfach nichts statt. Jetzt kann man sagen, okay, ist halt so, ne? Aber das hat natürlich Folgen, und auf diese Folgen sollten wir ein ganz klein wenig achten. Eine der Folgen ist, es gibt nämlich zwei insgesamt, eine der Folgen ist, dass immer mehr Market Maker aussteigen. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon gelesen, weil er sich ja mit Interactive Brokers beschäftigt. Interactive Brokers war ja auch lange Zeit ein großer Market Maker, da kommt das Ganze ja eigentlich her. Ne? Also die Vorläuferfirma von Interactive Brokers, Timberhill, die haben ja Market Making quasi mit erfunden oder zumindest das elektronische Market Making mit erfunden. Und IB ist jetzt ausgestiegen. Also die schließen jetzt ihre ganzen Market Making Aktivitäten. Deren Vorsitzender Thomas Peterfry hat gesagt, es lohnt sich einfach nicht mehr für so viele Produkte Hunderttausende von Quotes am Tag zu stellen. Es kommt einfach nicht mehr genügend Geld rein, als dass ich das Ganze rechnen würde. Jetzt kann man sagen, okay, wenn es nur IB wäre, aber es ist zum Beispiel auch die UPS ausgestiegen, Credit Suisse ist ausgestiegen, Bank of America ist ausgestiegen. Das heißt, all die haben sich aus dem Market Making für private Anleger zumindest zurückgezogen. Die machen nur noch, wenn, dann im institutionellen Bereich. Für die Privaten machen sie kein Market Making mehr. Und das ist also und das andere Market Making, das findet ja außerhalb der Börsen statt, also im OTC-Markt. Und das nützt uns also nichts. Ne? Und was hat das jetzt wieder für Folgen? Und auch hier nochmal eine kleine Grafik dazu, wenn die Market Maker weg sind, das heißt, wenn weniger Konkurrenz da ist, wenn es die Preisstellung von An- und Verkaufspreisen geht, dann werden die Spreads größer. Das heißt also, dass die Spanne, die du zwischen An- und Verkaufspreis einer Option hast, die wird dann ganz einfach größer, klar, weil die verbliebenen Market Maker, wie gesagt, ihr wisst, das sind alles Maschinen, weil die einfach sagen, hey, wir haben weniger Liquidität, das heißt, im Zweifelsfalle kann ich nicht mehr so viele Optionen handeln, die ich brauche, um mein eigenes Risiko zu hedgen, also muss ich mich dafür schützen, indem ich die Spreads enger mache. Und wir sehen das ja in den großen Optionen oder in den großen Optionsmärkten, wie eben den Spider beispielsweise, da haben wir Spreads, die oftmals nur einen Cent sind, also das heißt, du hast wirklich nur zwischen An- und Verkauf einen Cent, egal ob du jetzt, du kannst Market reingehen, weil wenn du kaufst, wirst du genauso gut ausgeführt, als wenn du verkaufst, da gibt es also keinen, da gibt es nur einen Cent Unterschied, also das Minimum. Wenn wir dagegen in viele, auch teilweise große Aktien reinschauen, ne, dann haben wir schon relativ große Spreads, das ist sicherlich dem einen oder anderen von euch auch schon mal aufgefallen. 10 Cent, 20 Cent, manchmal 30 Cent Unterschied, und das ist natürlich eine Menge Geld, die uns da als Händler verloren geht. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, wenn halt die Spreads weiter werden, kriegen wir einfach ein bisschen weniger Geld oder müssen, wenn wir Optionen kaufen, etwas mehr bezahlen. Es gibt aber ein ganz großes Risiko.
Und zwar dieses Risiko, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das über kurz oder lang mal erleben werden, das konnten wir schon mal ein bisschen vorab ahnen an zwei Dingen. Einmal am sogenannten Flash Crash, das war glaube ich im Mai 2010. Da war das noch nicht ganz so extrem, aber da war das damals so bei den Futures. Ne, ihr könnt euch erinnern, da ist der Dow Jones damals, glaube ich, 1000 Punkte innerhalb eines Tages gefallen. Aber es ist noch gar nicht so lange her, und zwar im August 2015. Da hatten wir einen kleinen Markteinbruch, also insgesamt 10% ungefähr. Das war jetzt gar nicht so viel. Was man da aber bei vielen Aktien sehen konnte, das war schon dramatisch. Und ich zeige euch mal hier einen Chart von Pepsi-Cola. Und Pepsi-Cola ist an diesem Tag 25% gefallen. Und jetzt ist Pepsi-Cola ja jetzt nicht irgend so eine kleine Klitsche, sondern es ist ein großer, milliardenschwerer Konzern. Die Aktien sind also aktiv gehandelt, aber da die Optionen zum Beispiel auch eben so gering gehandelt werden, relativ gering, hat man an dem Tag gemerkt, dass eben die Liquidität gefehlt hat, um ganz einfach dann auch unten Käufer reinzubringen. Das heißt, die Market Maker haben gesagt, hey, ich kriege ja nicht genügend gehandelt, also mache ich eins, ich mache meine Spreads sehr, sehr weit, und dann passiert es eben, dass die quasi nach unten durchgereicht werden. Und mit sowas sollten wir wahrscheinlich auch in der Zukunft, nicht nur wahrscheinlich, sondern wir müssen mit sowas in der Zukunft rechnen. Und ihr wisst ja aktuell, wir haben eh sehr, sehr niedrige Volatilität. Das heißt, die Optionen sind eh schon nicht teuer. Dann hast du breite Spreads, wenig Liquidität im Markt bei ganz, ganz vielen Aktien. Und dann braucht es wirklich nur so einen kleinen Auslöser. Und wir sehen dann, dass irgendwie der Markt vielleicht 5, 6, 7% fällt, aber plötzlich mal eine Aktie brutal nach unten durchgereicht wird und plötzlich mal 15 oder 20% fällt. Und das ist einer der Punkte, den wir auch aus dieser kleinen Story für uns mitnehmen können. Ne? Wir müssen uns einfach da auf solche Dinge vorbereiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, du sagst, okay, ich handle eben nur noch diese Hauptprodukte, also heißt, du handelst eben nur noch Spider oder du handelst nur noch den IWM, also den Russell, du handelst von mir aus die SPX-Optionen, also die großen Index-Optionen, oder eben dann wirklich nur noch Aktien oder beziehungsweise Optionen auf Aktien, die aktiv sind, wie eben die großen, also Apple, Facebook, Google wahrscheinlich, also die wirklich 4, 5 großen Namen, die es da gibt. Und wenn du halt normale Aktien handeln willst, dann musst du dich einfach darauf vorbereiten, dass es auch mal ein bisschen enger werden kann, dass du einfach hier vielleicht mit kleineren Positionen rangehst, weil eben zwischenzeitlich die Schwankungen größer werden können. Das ändert nichts daran, dass das langfristig trotzdem lukrativ ist, aber zwischenzeitlich muss man sich eben darauf einstellen, dass eben ein Wert, der eben nicht so liquide ist wie eine Apple, deutlich mehr im Preis fluktuieren wird. Und der andere Punkt ist das, und das ist vielleicht mal die Aufforderung an all diejenigen, die bislang überhaupt noch nicht mit Future-Optionen gehandelt haben, schaut euch mal Future-Optionen an, denn interessanterweise steigt das Volumen in den Futures und in den Future-Optionen in den letzten Jahren wieder an. Das heißt, also dort finden wir wieder mehr Umsatz, da finden wir wieder engere Spreads, mehr Market Maker, und das könnte also eine schöne Alternative sein, dass man sagt, okay, wer bislang nur Aktienoptionen gehandelt hat, der guckt einfach mal rüber in den Bereich Future-Optionen, was wir ja auch machen, was wir mit unserem Optionsbrief machen, was wir sehr viel im Coaching machen, dass wir also ganz viel auch auf die Future-Optionen eingehen, weil man da eben erstens ja nicht so diese Abhängigkeit vom Aktienmarkt hat, und zum anderen auch hier nochmal, wir sehen es eben, dass wir eben da auch nicht so dieses Problem haben, dass es keine Liquidität gibt. Klar, die Märkte sind grundsätzlich ein bisschen enger, aber da passiert ja eben nicht so was im Erdöl oder jetzt im Gold oder sonst irgendwo, dass eben die Preise dann gleich mal 20% hin und her schwanken. Das ist eben ein großer Vorteil, den wir an den Future-Optionen finden. Link für den Artikel kommt hier unten drunter. Wer kein Englisch kann, schaut sich das Video nochmal an. Ich habe im Grunde alles gesagt, was drin stand. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, eure Fragen, eure Ideen, eure Anregungen, wie immer hier unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.